Mehr als 30.000 unbesetzbare Stellen gibt es aktuell in Oberösterreich. Das große Problem, die Zahl wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Der Hauptgrund, die Bevölkerung wird immer älter. In den nächsten 10 Jahren gehen 750.000 Babyboomer in Pension. Damit geht die Schere auf. Über 300.000 fehlen uns dann in Österreich. Für Oberösterreich übersetzt sind es um die 60.000 Menschen, die einfach an Köpfen weniger sind in unserem Land. Der Vorschlag der Wirtschaftskammer, eine bessere Kinderbetreuung sowie niedrigere Steuern für Vollzeitkräfte. Wir müssen hier rascher Anreize schaffen, insbesondere auch die Besteuerung der Löhne und Gehälter deutlich absenken, dass den Menschen mehr netto vom Brutto übrig bleibt. Es geht darum, dass wir auch Leistung belohnen. Das heißt, jener, die Vollzeit arbeiten, die Überstunden leisten, die auch in der Pension noch weiterarbeiten möchten, die sollen netto etwas davon haben. Denn motivierte Pensionisten können einen Teil des Arbeitskräftemangels entschärfen, wenn sie etwa freiwillig ein Jahr länger arbeiten. In Österreich gehen allerdings 2/3 bereits vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter mit 65 in Pension. In Österreich arbeiten zwischen 60 und 64 Jahren nur noch 1/3 der Bevölkerung. In Deutschland sind es 2/3. Also wenn ich es schaffe, da sozusagen noch ein weiteres Drittel in Beschäftigung zu halten, dann zahlen die ja noch Steuern und beziehen kein Pensionssystem. Das würde auch die Produktion ankurbeln. Ein weiterer positiver Nebeneffekt, die Inflation würde dadurch sinken. Wenn sich mehr Menschen in Beschäftigung befinden oder mehr Stunden arbeiten, wenn mehr produziert wird, dann dämpft das die Preise, dann senkt das die Preise im Vergleich zu dem, was wir an Einkommen erwirtschaften. Eines ist aber auch klar, der gesamte Fachkräftebedarf kann nicht durch Mehrarbeit gedeckt werden. Es braucht auch Zuwanderung, fordert die Wirtschaftskammer. Dafür muss das Qualifikationsniveau der Rot-Weiß-Rot-Karte gesenkt werden.